Der Multiplayer ist aber arg verbuggt, musste mehrmals neu starten. Meinst du jetzt bei Outriders, Chunk? Okay. Läuft das Spiel denn jetzt wirklich gut, flüssig, wie auch immer? Oh, ich fahre hier, glaube ich, gerade falsch, ne? Ah, doch immer mal lieber. Immer Markierung anmachen. Die Holzplanken, ganz wichtig, die kommen jetzt hier natürlich nicht dorthin. Sondern wir fahren wieder zum Bahnhof. Oh. Klären das erstmal mit unsere Unterkunftscontainer. Das Spiel läuft, aber hat leider genug Bugs, die manchmal alles versauen können. So was ist natürlich kacke. Hatte beim Nachjoin teilweise Frame-Einbrüche vom Feinsten, okay. Schöne Tour, einmal die Karte queren bitte. Eigentlich schon, ne? Eigentlich ist es eine übelst krasse Tour. Wenn wir jetzt hier so still und heimlich einfach mal machen. Okay, Leute, schönen Sonntag noch. Macht's nicht mehr so dolle. Alles klar, see you later. Haus drin. Komm, gib mir Gas. Gib mir Gas. Glück ist dort unten dann eine Tanke. Christian, weißt du, wie man in Valhalla Tungstenbarren erhält? Ich habe jetzt, wo wir Freitag gespielt haben, in diesem letzten Gebiet, also in dem engen Gebiet, wo wir waren, da tut man es tatsächlich Tungstenbarren, also diese Goldbarren einsammeln. Ich glaube, das geht halt erst, oder das ist halt bei gewissen Gebieten erst ab einer gewissen Schwierigkeit. Und das war ein Gebiet mit 250er Stärke, also Gegnerstärke. Und dort hat man tatsächlich dann auch diese Barren gekriegt. Was ich total toll fand, ne? Da haben wir dann Freitag unsere Rüstung endlich mal ordentlich gelevelt gehabt. Das war cool. Das war cool. Außer den Server-Props am Osterwochenende hatte ich nicht einen Bug bei Outriders, hab's aber auch solo gezockt, okay. Flanner ist auch so der kleine Outriders-Suchti, okay. So still und heimlich, nebenbei kommt's raus, mein Güter. Da haben wir's, da haben wir's. Verlenkt. Komm. Das kann den Besten passieren. So. Danke dir, bin erst bei Stärke 162. Ah, das geht schnell voran. Das wird schnell vorangehen, Bini. Oh, dann viel Spaß mit XCOM, Elmo. Auch cooles Spiel. So, dann wollen wir mal tangieren.
dann jetzt hier wieder einmal durch. Nicht, wenn du am Sonntag immer Snowrunners zockst. Oh, ist doch eigentlich ein schönes Spiel zum Nebenbei laufen lassen. Obwohl bei Assassin's Creed, ja, da passt man schon ein bisschen mehr auf nebenbei. Hatte auch mehrfach den Bug, dass ich mich nicht selber wiederbeleben konnte. Okay. Wege sind nur Deko. Das stimmt ja nie. Und WB. WB, mein Güter. Sich dich! Ah, das ist blöd. Schön auf der Schiene bleiben, schön drauf bleiben. Ach so, Moment. Oben. Und los. Niff, ich danke dir für ein Follow. Herzlich willkommen. Nehmen wir den Frachtcontainer hier mit. Bleib doch mal drauf, du! Du Dreckbein! Nicht umkippen, wir wissen, der Schwerpunkt von Containern ist Kacke, ist Kacke. So. Wir sind da. Wir sind da. Immer so, dass wir dann vielleicht ein bisschen cooler wenden können. So, wir geben erstmal ab. Die zwei Holzplanken, den einen Frachtcontainer, stellen einen Unterkunftscontainer her und haben davon jetzt zwei. Oder habe ich das jetzt auf die Verladerampe geknallt? Oh, zum Glück. Ich habe das echt auf die Verladerampe geknallt. Verdammt nochmal. Ich hasse es, wenn mir das passiert. Ich hasse es. Oh. Das ist doch zum Kotzen. Warte mal, der Paystar. Das ist so eine Pissscheiße, wenn ihnen sowas passiert. Jetzt muss ich mit dem Pacer dort komplett runtereiern. Ja, ich meine, ich kann mich freuen. Das ist uns wenigstens jetzt schon eine Weile nicht passiert. Aber es ist trotzdem so nervig. Es ist echt so nervig. Cool, da könnte ich mit dem dort dann gleich hochfahren für diese Aufgabe mit diesen Ölfässer. War das nicht dort dann? Nee, 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 falsche du Ecke. Du ahnst es nicht. Falsche Ecke. Naja, Nadrek. Ja, ja. Manchmal sind die Finger zu schnell. Genau, Bini. Ey, das ist halt so schlimm. So nervig, ey. So nervig. Aber okay. Okay. Ich komme damit klar. Ich komme überhaupt nicht damit klar. Mich regt's auf. Fahre ich hier überhaupt richtig? Ja.
Ja, eiern war mit dem dahin. Ich kann ja noch irgendwas mitnehmen. Vom Bahnhof. Ich vielleicht doch mal einen Anhänger mitnehmen sollen. Snowrunner verzeiht nix, ja. Vor allem ist es ein Klick, den du aus Versehen zu schnell machst, ne? Gib zu, du wolltest wieder Kran fahren. Immerhin mal kein Holzkran, ja. Macht's dir nichts draus, ist mir auch des Öfteren passiert. Aber man ärgert sich halt immer wieder, ne? An der Tanke geradeaus. Ja, das ist auch gut. Das ist auch gut, ja. Hauptsache, der kippt mir nie um. Wenn ich mit denen oben auf den Schienen fahre. Und nur wieder da mit vollem Magen. Ha? Dein WB, Joe. Mal keinen Rotz und fahr einfach. Süppchen ist auch wieder da, Baby. Was soll denn passieren? Wir sind gleich da. Also zumindest beim Bahnhof. Dann müssen wir noch weiter. Ist es nun verdächtig, Süppchen und Devil, dass sie gleichzeitig da sind? Irgendwie schon. Irgendwie ja schon. Na komm, na komm. Äußerst verdächtig, Joe. Das ist ein Fall für Super Inge. Super Inge hat man auch noch nicht. Das hat man auch noch nicht, finde ich gut. So, da sind wir. Oh Mann. Kleine Fehler, ne? Ah, geht das? Kriegt er das hin von der Last her? Bis hier rüber? Naja, Gugge! 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 Mann! Muss so! So, kann wieder herstellen. Den können wir eigentlich hier dann mal stehen lassen. Truck wechseln. Entladen, verladen. Danke, dass ich es mir jetzt wieder selber so schön schwer mache.
Leute schwer mache, wegen Wänden, meine ich jetzt, Leute. Aber... So. Können wir jetzt endlich mal die Frachtcontainer wegschaffen? Mann! Ich hoffe, unsere Schienentaktik geht hier klar. Sag nur Schwerpunkt Container. Na komm. Oh, was? Los jetzt hier! Halb so eingerastet, das ist ganz cool. Ich krieg da mal Schnappatmung, wenn ich Container so schräg sehe. Mann. Oh Mann. Oh. Oh, kein Seitenwechsel, bitte nicht. Hier vielleicht doch irgendwas, was ich mitnehmen kann. Ein Slot. Verbrauchsgüter. Ist doch gar nicht so blöd. Komm mit. Ups. So, der jetzt auf einmal die Anordnung so gemacht hat. Ich weiß es nicht. Christian! Wir wollen doch auf die Schienen! Scheiße, warte mal. Das sind verdammt viele Bäume. Wer keine Arbeit hat, der macht sich welche. Hauptsache, das klappt. Was habt ihr denn hier für Gespräche? Das ist ja höchst anrüchig. Junge, 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 Junge. Ja, und dann noch Holzplanken. Dadurch, das ist eigentlich echt gut, dass wir jetzt die Verbrauchsgüter noch mitgenommen haben. Oh. Scheiße. Haben wir dann quasi... zwei Touren A5 Slots. Oh Gott. Ach, ihr redet vom Impfen. Okay, Entschuldigung. Deshalb spritzen. Viel zu schräg. Ich hab Angst. Schiss wie Sau gerade. Muss ich hier nicht irgendwann mal rum? Du ahnst es nicht. Na genau, yes, man. Oh Gott, wir sind in Sicherheit. So, dann fahren wir mal tanken und machen einen Zwischenstopp bei der Erzsortieranlage. Fahren dann so, so, so. Fahren hier hin und... ja. Aber konnte mal irgendwo rüberfahren. Entweder war es dann hier so oder hier so. Leute, das sehen wir. Das sehen wir schon.
Also wer so SnowRunner spielt, oh je. Hey. Da haben wir schon mal die Container erledigt. Das ist, ich finde das super. In Sicherheit? Du ahnst es nicht. Nicht so schnell. Asphalt, Mensch, der Tiger, manchmal. So, das war wegen der Ego-Perspektive. Alles klar. Glaube ich dir. Das sieht ein bisschen merkwürdig immer aus, aber es hat alles Hand und Fuß, was ich da tue. Denke ich. Oder erhoffe ich. Fuß. Er hofft es auch sehr gut. Das gefällt mir. Er hofft. Geil. Da müssen wir dann wirklich erstmal gucken, wo wir überhaupt vom Ausbüter noch herkriegen. War das alles nur von dem Bahnhof dort unten? Ich weiß es gar nicht. Wobei unser Sohn so deutlich besser fährt. Er fing vor kurzem auch mit SnowRunner an, aber nach 10 Minuten ist die Konzentration dahin. Das ist ja wie bei mir. Guck an. Du das Note, dass hier schon wieder so viele Anhänger rumstehen? Naja. Zwei Nerven auf jeden Fall jetzt schon. Ach, ich fahre lieber durch die Brühe. Bleibt im Gang drinne, sehr gut. Macht er gut. Wo sind wir rübergefahren letztens? Du konzentrierst dich auf das Spiel. Ich dachte, das ist just chatting mit nebenbei spielen hier. Du und 10 Minuten konzentrieren. Duck weg! Ich tue, was ich kann. Sag mal, sind wir hier direkt rübergefahren oder dort drüben? Waren seine Worte, bevor er flussabwärts trieb. Im Alter lässt die Konzentration halt ziemlich nach. Ja. Was soll man machen? Sag mir nicht, ich soll die manuell verladen.
Das ist jetzt nicht dein Ernst. Da ist ein Dach drauf. Ist denen das bewusst? Hä? Gabelstapler. Jetzt sag mir nicht, ich soll die Scheiße mit dem Gabelstapler da hoch machen. Das kann jetzt nicht in ihr Ernst sein. Ich will nicht mit dem Gabelstapler fahren. Ich muss das mit dem Gabelstapler da hoch machen. Falls ihr euch wundert, was ich jetzt hier mache, ich versuche eine Ausgangssituation für den Gabelstapler zu schaffen. Ich will nicht mit dem Gabelstapler fahren. Es wird die Hölle. Deine Begeisterung kommt aus dem Fernseher echt gut rüber, ja? Um es mal in den bekannten Worten zu sagen, ich habe richtig Bock. Vor allem den da erstmal hinkriegen, ne? Mit denen kann ich doch bestimmt nur offladen oder so, ne? Alte schon besser. Geht auch mit dem Kran? Mit dem Kran? Da hast du auch ein Dach drauf. Ich fahr doch jetzt nicht mit der Karre dahin. Im Kran? Ey, komm. Ihr wollt es doch auch. Wisst ihr, was ich da mache? Ich steck mir trotzdem mal den Weg ab. Fahre aber... Das Dach ist egal? Ist das frech? Komm, ich mach's trotzdem. Ich zieh das durch. Ich zieh das durch. Ich krieg das hin. Ich werde mich so hassen für das, was ich hier gerade tue. Ich werde mich so hassen. Du sollst die Punkte wegmachen! Ich werde mich so hassen. So richtig hassen. Also jetzt auch nicht nur so ein bisschen. Das ist Ehrgeiz, auf jeden Fall. Da ist er, der Ehrgeiz des Christian. echt jetzt? Der Gabelstapler wird dich gleich von hinten anschieben. Da hast du eine hohe Ladebordwand. Gabelstapler? Ach stimmt! Du meinst bei dem Anhänger von dem... Du meinst den Anhänger... Scheiße! Stimmt, du hast ja die hohe Ladebordwand bei dem Anhänger. Das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Na Leute, dann müssen wir es doch so machen. Ey, danke Bini. Danke Bini.
Also das war wirklich ein konkreter, netter Hinweis. Nicht so wie die anderen. Oh Gott. Wollen ja doch nochmal in die Werkstatt. Wenn ihr jetzt geschwindelt habt, ne? Du mich auch. So, machen wir hier mal Duck. So, und ich muss links und wieder rechts. Das stimmt, ey, da hätte ich, wäre ich da jetzt hingezimmert und. Nur das Seil geht durchs Dach. Nur das Seil. Richtig. Nur das Seil. Okay. Da helfe ich nochmal in Valhalla und sag nur Fackel. Das darf ich mir jetzt ewig anhören. Wie ich alles immer so richtig gut im Weg stehen lassen kann. Bin ich so richtig gut drinne. Ja, das Seil vom Kran. Ich hab dich schon verstanden. Also, du willst mir halt damit sagen, dass der Container nicht durchs Dach geht. Das muss man dann quasi so reinschieben. So jammert hier denn mein Pacific? Okay, Ketten im Schlamm, ne? Ja, kann man machen. Kann man machen. Aber Schlammrefen wären halt noch besser. Deshalb glaube ich fast, dass für einen Yukon Schlammrefen fast die bessere Wahl sind. Aber da streiten sich wahrscheinlich die Gelehrten. Bin mir ganz sicher. Ein bisschen enttäuscht von dir, guter Pacific, ne? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Schon, wir wollen ein paar Container wegbringen. So. Stell dich nicht so an. Soll man die echt manuell dort hinstellen? Mit manuell, ihr wisst schon. Das kann ich hier wenigstens durch den Zaun zimmern? Gut geparkt, Christian. Ist ja eigentlich auch schon fast cheaten, ne?
Wenn man mal ehrlich ist, hätte man es wirklich mit einem Gabelstapler machen müssen. Aber dann hättest du halt natürlich die Fracht. Warte mal, wenn ich das so seitlich so reinmachen soll. Hätte man die Fracht natürlich dann auch auf einen anderen Auflieger machen müssen. Das wird ganz schön weit, ne? Kran, Mann, das ist kein Montagekran, Christian. Ups, warte mal. Hab was vergessen. So. Matalia, grüße dich. Da zockt er wieder Snowrunner, wer hätt's gedacht? Naja, ich dachte mal so, ne? Ich stehe komplett scheiße eigentlich. Warte mal, die kann man hier eigentlich so richtig schön... Jetzt reicht der Kran, ne? Oh, Mann! Doch nochmal nachsetzen, ne? Stell den hier mal ganz kurz ab. Moment. By the way, die Mission genauso gemacht. Okay. Schau an, guck! Bleib jetzt einfach so stehen, scheiß Hund drauf. Boah, ich bin mir sicher, genau so muss das hier drin stehen. Aber warum zählt das nicht? Warum zählt das nicht? Einschieben? Er ist doch drinne! Oh Gott. Das muss ich wieder einmal rum. Dankeschön. Steht nicht richtig. Oh Gott, das beschreibt so mein Leben. Hat er nicht gesagt. That's what he said. So. Da du meine letzte Nachricht überlesen hast, schreibe ich es gern nochmal. Es kommt noch eine Mission, da sollst du 15 Container platzieren. So, Junk, du hast es geschafft. Ich habe keinen Bock mehr auf SnowRunner. Wir werden es nie wieder spielen. Leute, ihr dürft euch alle bei Junk bedanken. Tatsächlich recht, der Vini, ne? Leute, falls ihr euch wundert, ich drehe gerade die Fracht. Ja? Deiner steht nicht richtig, krumme Banane oder what? Das geht kein was an. Siehste? Danke, Chuck. Danke, Chuck. Und wenn ich irgendwann 15 Container platzieren soll? Ich bin bereit dafür. So, mach rein den Obel! Jetzt? Zwei von zwei. Jetzt steht dort einfach nur zwei von zwei. Also zwei von zwei, warte, ich zeig's euch ganz kurz. Seht ihr das? Jetzt steht dort einfach nur zwei von zwei.
Wenn das nicht zählt,